Und damit herzlich willkommen zur 83. Folge von Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Episode 5, Kapitel 4 können wir nicht spielen, deswegen wandeln wir jetzt direkt rüber zur Episode Nummer 6, Kapitel Nummer 1. Und wir starten jetzt direkt los im Herausforderungsmodus. Genau, Philipp, könntest du jetzt loslegen? Vielen Dank. So. Genau. Zack. Philipp, was machst du? Lass die Leute in Ruhe. Vergangenheit, Philipp, das ist echt asozial, dass du jetzt hier so Chaos verrichtest. Und damit willkommen im Jabba's Palast. Auf geht's, Herausforderungsmodus an. Und wir starten mit dem Darth Vader los. Zack. Genau. Wir beginnen natürlich damit, dass wir jetzt nach der Orbe schwingen und dann hier das blaue Minikit einsammeln. Dann bauen wir uns noch schnell den Weg zurück. Und genau, schwingen wir mal nach der Truppe und lasse Like und ein Abo da, damit der Philipp Dracheberg auch guter Nutze hat von seinen Videos. Genau, dann einmal hier noch das zweite blaue Minikit. Zack. Genau, wenn er nämlich ein Like und ein Abo da lasst, dann zieht er noch mehr aufwendige Videos, zum Beispiel meine Lego-Filme oder Speedbuilds. Vor allem meine Lego-Projekte sind sehr aufwendig, Let's Plays. Nicht wirklich so arg, aber trotzdem aufwendig, weil ich muss die aufnehmen, dann schneide, dann rendern, dann nachvertonen, dann nochmal rendern. Da kommt einiges an Zeit zusammen und den Upload darf man natürlich auch nicht vergessen, der dauert auch nochmal. Hier hinter haben wir jetzt ein blaues Minikit, zack, genau, damit auch sogar das dritte hier. Und dann gehen wir jetzt mal weiter und zwar in den Raum hier. Genau. Das heißt, ihr könnt euch gerne auch den Collecting Guide ansehen. Genau, hier war das vierte blaue Minikit. Perfekt. Dann schauen wir mal, ob wir noch nach der Orbe können. Ob der Orbe noch irgendwas Wichtiges ist. Nein. Dann haben wir es jetzt geschafft und können jetzt da noch rein. Ist da noch was drin? Nein. Alles klar, dann können wir jetzt weiter. Genau, nachdem wir uns unnötigerweise aus Versehen umgebracht haben. Genau, dann... Oh, warum habe ich mein Mikro so weit im Gesicht? Einen Moment, ein Stück zurück, das stört mich sonst. Genau, so, ich hoffe, ihr hört mich jetzt trotzdem noch. Genau, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich schaue mir die Folge natürlich später auch nochmal an. Genau, dann einmal jetzt hier durch, dann schießt er das Bett hier weg, klettert mal da durch und springt hier hoch und sammelt damit das fünfte von 10 ein. Und genau, dann haben wir jetzt hier auch die Hälfte der blauen Minikits geschafft. Und das ist natürlich gut. So, geht weg jetzt, ihr scheiß Gamorianer. Wobei, Entschuldigung, Scheiße darf man ja nicht sagen. Tut mir leid, ich meine natürlich die kacke Gamorianer, die Doofköpfe. So, dann bitte einmal hier durch. Zack, einmal hoch, dann hier runter und zack, einsammeln. Und dann leider noch vor Ende, aber nicht schlimm. So, dann einmal hier unter das Loch reinmachen und dann hier das siebte blaue einsammeln. Dann wieder den Speed anmachen, damit es nicht zu langweilig wird. Für die, die das Konzept noch nicht kennen, habe das wahrscheinlich jetzt schon verstanden. Alles findet in Geschwindigkeit mal 4 starten, wenn was Wichtiges passiert in der Normal. So, genau. Um das nochmal kurz zu wiederholen. So, dann müssen wir jetzt hier einmal den Turm zusammenbauen. Die Schlupflöcher der Gamorianer schließen, damit die sauähnliche Tiere uns nicht ärgern. Genau, dann einmal hochklappe hier hoch. Die Brücke rüberbaue, mit der Macht rüberführe, die dann töte und hier runterspringe, damit wir das achte blaue Minikit einsammeln können. Genau, jetzt haben wir dann fast die Herausforderung abgeschlossen, denn uns fehlen ja nur noch 2. So, zack, einmal hier hin, perfekt. So, dann hier öffne, mit dem R2D2, ja genau, R2D2 mit C3PO natürlich. Das öffne, dann hier die Luke verschließe, zack, damit die Saukerle uns nicht noch mehr ärgern. Genau, und dann jetzt nach hier, zack, und dann das 9. von 10. einsammeln. Dann könnt ihr jetzt wieder das Speed anmachen, genau, und macht es am besten nicht nach, dass er jetzt zurückläuft, weil er denkt, da gibt es kein Minikit mehr, es gibt noch ein schöner Bosskampf mit mir, wie nennt man die jetzt nochmal, ich hab's vergessen, mit mir Rancor, genau, mit denen, liebe Tiere, gibt es nämlich noch einen Bosskampf, den wir machen wäre. Genau, und dahinter habe ich jetzt auch das blaue Minikit entdeckt. Ausweiche, hochspringe und wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. 10 von 10 und geschafft. Genau. 16 Minuten 20 habe ich gebraucht. Das heißt, in 3 Minuten 30 wäre ich gestorben damals. Genau. Also das war noch knapp. So. Herausforderung abgeschlossen. Hört sich doch gut an. So. Dann 104 goldene Steine. Hört sich doch auch super an.
Und wisst ihr, was auch sich noch super anhört, ist, wenn ich merke, dass ich mehr Abonnenten habe wie vorher. Ciao!